Moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal um den L-Winkel gehen. Einige haben ja gefragt, was habe ich eigentlich für einen L-Winkel an meiner Kamera? Das werde ich in diesem Video mal erzählen. Genauso werde ich mal erzählen, was für einen Vorteil ein L-Winkel überhaupt hat. Kommen wir erstmal dazu, was ist denn überhaupt ein L-Winkel? Der L-Winkel seht ihr hier. Unter meiner Kamera ist so eine Schiene angebaut. Die schmiegt sich halt sehr schön an die Kamera ran und stört dadurch nicht ganz so sehr. Ja, was kann man jetzt mit einem L-Winkel eigentlich machen? Ihr kennt es ja sicherlich, ihr habt ein Stativ, da ist eine Schnellwechselplatte dran. Die wird dann hier unten an der Kamera befestigt und dann könnt ihr eure Kamera so auf dem Stativ befestigen. Ist alles schön und gut, reicht für die meisten auch vollkommen aus, aber es gibt Leute, die möchten ein bisschen mehr, die müssen ein bisschen mehr Komfort haben, so auch ich. Und da fängt es halt an, wenn wir jetzt mit der Schnellwechselplatte im Hochformat arbeiten möchten, dann ist es eigentlich gewöhnlicherweise so, wir lösen jetzt hier in diesem Fall den Kugelkopf, schwenken die Kamera um und müssen dann halt aufpassen, dass das Stativ nicht umfällt. Wir müssen dann halt das Motiv neu einrichten. Ne? Also gerade bei einem Kugelkopf ist es ja so, man schafft es nicht, die Kamera so um 90 Grad zu schwenken, dass es wirklich akkurat geschwenkt ist. Da kommt jetzt der L-Winkel ins Spiel. Der hat hier unten eine Arca Swiss Aufnahme. Das ist ein Schweizer Hersteller. Die haben da so eine quasi Norm auf den Markt gebracht, schon länger her. Und so nach und nach kommen die anderen Anbieter, so wie Manfrotto, Gizzo und hast du nicht gesehen, auch auf den Trichter mal diese Aufnahme zu benutzen. Und das hat eigentlich einen guten Vorteil. Es ist halt sehr universell. So, L-Winkel. Ein Querformat, ganz einfach aufgesetzt, festgeschraubt. Ich habe jetzt mein Motiv quasi eingerichtet, möchte das Ganze auch noch mal im Hochformat machen. Dann löse ich die Kamera einfach und setzt sie so auf dem L-Winkel oder auf dem Stativ auf. Das ist eine ganz easy Sache, finde ich. Ne? Sieht dann so aus. Das ist aber nicht das Einzige, was man mit dem L-Winkel Schönes machen kann, sondern wie ich selber entdeckt habe, hat mir auch keiner so wirklich erzählt, hat das Ganze sein Vorteil, wenn wir bodennah fotografieren möchten. Also wirklich bodennah unter dem Stativ. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Da muss ich mal kurz umbauen. Moment. Ich habe jetzt mal mein Stativ umgebaut. Und zwar habe ich die Mittelsäule umgedreht. Ich zeige euch das mal. So gut es halt von den Platzverhältnissen geht. Und das ist schon mal eine Ansage für Leute, die meinen, man braucht keine Mittelsäule. Ab und zu kann man sie doch mal gebrauchen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie Otto Normalverbraucher normalerweise fotografiert, wenn er keinen L-Winkel hat. Er hat jetzt eine Schnellwechselplatte. Na, da hängt man die Kamera da drunter und fotografiert dann so. Ja, und dann überlegt euch mal, die ganze Kamera steht auf dem Kopf. Habe ich selbst auch schon mal gemacht und ich bin fast verzweifelt, wie so eine Lappalie einen ganz schönen einen Strich durch die Rechnung machen kann, wenn man die Kamera falsch rum hat und Bedienung alles andersrum und so. Also es ist doch gar nicht so einfach, aber mit dem L-Winkel wird es doch ein bisschen einfacher. Für diese Art zu fotografieren ist es ganz hilfreich, wenn ihr noch ein Stück Mittelsäule habt.
ich habe meine Mittelsäule ja damals gekürzt. Sie ist jetzt eigentlich nur noch so ungefähr 20 cm lang, weil ich denn, so wie das Stativ jetzt gerade gespreizt ist, noch gut fotografieren kann, wenn die Kamera hier oben sitzt, ohne dass die Mittelsäule den Boden berührt. Ich könnte sogar, glaube ich, noch zwei Beine komplett spreizen, dass nur noch eins hoch steht. Dann steht das Stativ zwar ein bisschen schräg, aber wir kommen dann noch tiefer. Aber jetzt zu dem Trick, wie wir mit dem L-Winkel zusammen richtig cool bodennah fotografieren können. Und zwar nehmen wir den Kugelkopf zur Seite und hier haben wir ja jetzt unsere Schiene und da kommt jetzt die Kamera rein. Ne, hier haben wir die Akaswiss-Aufnahme. Und nun hängt die Kamera hier gerade mal 4 cm über dem Boden. Ich habe sogar noch ein bisschen Luft, könnte noch weiter runter und kann so richtig gut bodennah fotografieren. In meinem Fall habe ich jetzt noch die Möglichkeit, durch meinen zusätzlichen Freiheitsgrad, den ich mir ja eingebaut habe, das könnt ihr in meinem Stativvideo sehen, das Video, welches über ich dieses Stativ gemacht habe, da habe ich mir auch noch eine Panoramaplatte eingebaut und kann dann hier noch etwas rauf und runter schwenken. Zusätzlich könnt ihr, da in dem L hier noch ein bisschen Luft drin ist, zusätzlich hier auch noch mal ein bisschen rauf und runter fahren. Also dann müsst ihr nicht komplett die Mittelsäule noch weiter rauf und runter bewegen, was ja teilweise auch ein bisschen mühsam ist, sondern macht das Ganze einfach hier über das L in der Klemmung. Das Ganze habe ich auch schon mal so genutzt, und zwar in Kelnhusen am Strand. Da habe ich dieses Bild hier gemacht und da wollte ich wirklich weit runter, weil ich diesen Holzscheit schön im Vordergrund platzieren wollte, und das war wirklich eine super Methode, mir dieses Bild zu ermöglichen. Ein Vorteil meines L-Winkels, das ist leider nicht bei jedem so, aber da müsst ihr mal gucken, wenn ihr euch einen kaufen solltet, ob diese Möglichkeit da ist. Meiner ist zerlegbar. Also ich habe ja einmal hier eine Grundplatte und einmal dieses L, und dieses kann ich abnehmen und auch versetzt anbauen. Warum das ein nettes Feature ist, zeige ich euch mal kurz. Und zwar habe ich mir hier für mein großes Stativ eine kleine Panoramaschine besorgt, mit der ich die Kamera beim Panorama schwenken, um den Nodalpunkt schwenken kann, der ja hier vorne irgendwo meistens in Objektiv in der Vorderseite ist. Also sagen wir mal ungefähr hier, ne, dass die Kamera ungefähr so schwenkt, vielleicht sogar noch weiter vorne. Das ist jetzt auch nur hier ein Versuchsaufbau quasi. Ich habe ja auf meinem Stativ, wie ihr das in meinem Video gesehen habt, extra eine Panoramaplatte. Da muss ich mich nicht drum kümmern, ob das nur so ausgerichtet ist oder so und die Kamera so schief steht. Das wäre natürlich Quatsch, sondern ich richte die Platte aus und schwenke um eine andere Ebene, die ich mir dazu gebastelt habe. Und jetzt zeige ich mal, was an meinem bzw. an einem zerlegbaren L-Winkel noch ein kleiner Vorteil sein kann. Und zwar, ihr kennt mich ja, Filterfreak noch und nöcher. Wenn ich ein Panorama machen möchte und ich habe Verlauffilter vorne drauf, seht ihr, das stößt hier unten gegen. Und das ist natürlich nicht so gewollt. Deswegen kann ich jetzt meinen L-Winkel zerlegen
Und dabei haben wir hier unten, hier ist auf der Unterseite, ist so ein Imbusschlüssel eingebaut. Der hängt mit einem Magneten fest und muss den jetzt erstmal lösen. Mein L-Winkel hier von Really Right Stuff hat auch noch einen weiteren Vorteil. Den habe ich jetzt, sag mal, bin ich jetzt blöd? Das war doch richtig jetzt, ne? Ja. So. Und zwar ist er hier oben nochmal befestigt an der Kamera. Normalerweise ist es eigentlich so, dass der L-Winkel nur auf der Unterseite fest ist. Das ist dann so formschlüssig, möglichst an die Form der Kamera angepasst, so dass sich da nichts weiter verdrehen kann. Hier ist es so, dass sich diese Klammer hier, hier ist so eine kleine Klammer dabei, die krallt sich in die Gurtschlaufe ein, so dass das dann wirklich bombenfest ist. Man kann das Ding auch weiterhin noch als Gurtschlaufe für den Gurt benutzen. Hier oben ist extra eine Öse dran, wo man dann den Gurt anbauen kann. Und jetzt kann ich hier einfach lösen, kann dieses L komplett abnehmen und auch versetzt wieder anbauen. Na komm schon. So, jetzt habe ich hier eine Distanz, kann da meine Hand durchstecken quasi. Ja, und was das Ganze bringt, hole ich wieder mein Stativ her. Und habe jetzt deutlich mehr Spielraum, um den Filter zu verschieben. Das ist ein nettes Feature, muss ich echt sagen. Aber ganz ehrlich, ich selbst habe es noch nie gebraucht. Ich mache ja äußerst selten eigentlich Panoramen. Und manchmal sogar eigentlich vielleicht nur direkt auf dem Stativ, ohne meine Schiene. Weil oft ist es so, man hat keinen nahen Vordergrund an der Kamera. Da spielt das eigentlich gar keine Rolle, ob ich nur um den Nodalpunkt drehe oder nicht. Aber wenn ich jetzt wirklich nah an einem Vordergrund stehe, sagen wir mal so, ich habe irgendwie ein Geländer am Vordergrund, und dann ist es wirklich wichtig und dann würde ich die Schiene auch benutzen. Ja, das war es jetzt zu meinem L-Winkel. Der ist übrigens von Really Right Stuff. Also das ist ein wahnsinnig teures Gerät. Der hat, glaube ich, damals 250 Euro gekostet. Das war, als ich die Kamera gekauft hatte, so ziemlich das Einzige, was man bekommen konnte. Es gab drei Hersteller zur Zeit. Das waren einmal Really Right Stuff, es war Kirk und es war ProMedia. Der von Kirk ist der günstigste, glaube ich, gewesen, lässt sich allerdings nicht zerlegen. Der von ProMedia ist zerlegbar, beziehungsweise die Schiene ist, glaube ich, verstellbar. Aber ich konnte eben nicht das L an der Kamera befestigen. Und das war mir irgendwie doch wichtig. Deswegen habe ich damals in den sauren Apfel gebissen und den teuren von Really Right Stuff gekauft. Mittlerweile gibt es auch, glaube ich, einfachere oder günstigere. Damals für die Sony zum Beispiel hatte ich einen von Mengs oder so. Der hat 15 Euro gekostet. Das war mein erster L-Winkel. Damals war ich ja der Meinung, ja, so einen Quatsch brauche ich nicht. Aber das Ding hat mich denn eines Besseren belehrt. Die 15 Euro waren wirklich gut investiert, will ich mal sagen. Und damals oder seitdem bin ich wirklich Fan von L-Winkeln. Jetzt weiß ich nicht so recht, wie es zum Beispiel ist, wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, ich würde auf die EOS R umsteigen und da klappt das Display ja seitlich aus. Das könnte ein bisschen haarig werden. Es geht. Es gibt da L-Winkel für, habe ich selbst gesehen. Aber wie das Ganze so in der Handhabung am Ende ist, weiß ich leider nicht. Das wird die Dauer zeigen, aber im Moment habe ich keine Ambitionen, mir eine EOS R zu kaufen. Es gibt noch keinen Nachfolger, soll aber irgendwas kommen. Da bin ich mal gespannt. Ja, gut.
ja, das war's zu meinem A-Winkel. Ich denke mal, das hat so ein paar Fragen beantwortet, wozu so ein Ding doch ganz nett ist. Also echt, mittlerweile möchte ich es nicht mehr missen. Ja, gut. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis.